ist ein schöner Moment, dass wir jetzt hier sitzen und die deutsche Ausgabe deines Romans Der Scheiterhaufen besprechen. Ein Buch mit einem Mädchen im Mittelpunkt. Ein Mädchen, das von seiner Großmutter aus dem Internat genommen und in eine Kleinstadt geführt wird, das in einem Haus aufwächst mit einem geheimnisvollen Garten und einem Holzschuppen in diesem Garten, der immer mehr die Aura eines Schauplatzes bekommt. Ein Mädchen, das sich in der Schulklasse behaupten muss, das in ein Netz des Verdachtes hineingewoben wird, denn die Großmutter gilt als Spitzel. Ein Mädchen, das eine sehr innige Beziehung zu einer Mitschülerin entwickelt, die ihr Anfang mit großem Misstrauen begegnet. Und am Ende steht, ähnlich wie beim Weißen König, ein großer Befreiungskampf. Warum hat es so lange gedauert, bis du dieses Buch geschrieben hast? Der Weiße König erschien 2005 auf Ungarisch, Der Scheiterhaufen erschien 2014 auf Ungarisch. Schon parallel mit dem Weißen König habe ich angefangen, an zwei anderen Romanen zu arbeiten. Und ich dachte für eine lange Zeit, der andere Text wird erst fertig. Aber irgendwie, Emmas Stimme ist stärker geworden. Stärker und stärker und hat mir mehr und mehr hingelocht. Die Stimmen sind in beiden Büchern sehr stark. Ich empfinde aber Emmas Stimme als eine doppelte, eine stockende, ich sehe, ich warte, und eine strudelnde, reißende, die sich in langen Sätzen entwickelt. Hattest du das von Anfang an im Kopf oder hat sich das beim Schreiben erst hergestellt? So ganz schnell wusste ich, dass es so wird. Als ich diese Stimme angehört hatte, wusste ich, dass eigentlich es ist so eine doppelte Stimme, weil sie überhaupt nicht sprechen wird. Und sie muss doch sprechen. Und diese Trauma von Schweigen und Sprechenzwang ist was, wie sie ihre Gedanken fast zerstört. Und wie immer, wenn sie denkt, ist seine Stimme ganz anders als die Stimme, mit der sie spricht. Am Anfang des Buches ist sie fast tot. So, sie ist nicht mehr im Leben. Oder seelisch ist sie fast erstorben. Und die Toten können nicht so einfach sprechen. Und deswegen ist für ihr wichtiger die Schweigen als die Sprechen. Obwohl sie doch sprechen muss. Und sie hat diese zweispaltige Stimme, als wären dort zwei Menschen. Und die neue Stimme muss die alte Stimme irgendwie finden und die beiden müssen zusammenwachsen. Und das passiert durchaus des Buches, diese langsame Entwicklung, wo die beiden Stimmen nachher zueinander kommen. Mhm. Als ich die Idee von dem Buch hatte, sah ich diesen Garten, die sehr leise ist und dann, es ist in der Mitte eines Stadtes und das ganze Stadt berührt sich über diesen Garten und dort gibt diese leise Stimme und außerdem heult alles. Über alles. Du hast, das ist sehr interessant, weil an dem Buch ja auffällt, dass es ein ganz, ganz begrenzter Schauplatz ist, an dem das spielt. Es ist ein Schauplatz. Das heißt, dieser verbotene Holzschuppen im Garten und der Garten, der eben in dieser Stadt liegt, der Garten, der an den Friedhof grenzt, die Stadt, auf der es den großen Platz gibt, wo offenkundig eine blutige Demonstration stattgefunden hat. Dieser Schauplatz des Schuppens im Garten ist ja einer, der durch die Zeit schneidet. Also dort hat die Großmutter ihre jüdische Freundin Bertuka versteckt. Dort haben die ungarischen Nazis Bertuka und ihre Familie und auch die Familie der Großmutter umgebracht. Das hat die Großmutter mit angeschaut. Und bis auf den heutigen Tag, in dem Emma sich unerlaubt diesem Schuppen nähert, ist dieser Ort der, an dem sich dieses Verbrechen abgespielt hat. Das finde ich eine ungeheure Idee, weil du auf diese Art und Weise ja dieses Trauma der Familie vergegenständlicht hast in diesem Schauplatz. War das von Anfang an deine Intention oder hat sich das erst beim Schreiben herausgebildet? Also es ist
ich weiß nie, was passieren wird, wenn ich anfange zu schreiben. Ich arbeite so, dass ich sehe ein Bild und dann ich versuche darüber zu schreiben irgendwie. Aber als ich die Holzschuppe gesehen habe, wusste ich genau, dass das... Das ist der Schauplatz. Das ist ein intensiver, ein wichtiger Schauplatz ist. Und das wird irgendwie ein Flur sein, was uns in die Geschichte zurückleiten wird. Es ist eigentlich eine sehr glückliche Situation, die ja auch auf dich biografisch zutrifft, dass die Wende in Rumänien und in Ungarn zusammenfiel mit der Adoleszenz. Ja, für also, mich war das eine, so wie es heute, ich denke, ich kann lächeln, ich bin fähig zu lächeln, weil mir das passiert ist. So, ich konnte von diesem Trauma wegkommen und deswegen kann ich irgendwie schreiben, deswegen kann ich diese Trauma des Kindheits wegschreiben und Geschichte davon machen. Und irgendwie erinnere ich mich ganz fest an, wie das war, als ich nach Ungarn kam. Ich komme mit 15 nach Ungarn und ich war selbst ein Adolescent und diese Leidenschaft, die die Freiheit mitbringt, die spürbare Freiheit, man doch fühlte man sich spürbar befreit, als man über die Grenze kam, als man nach Ungarn kam. Das interessierte mich auch, das irgendwie ins Buch hinzukriegen. Ich dachte, diese Leidenschaft des Adoleszenz interessiert mich, wie fast eine liebehafte Beziehung zu der ganzen Welt daran geborgen ist, wie man das finden wird. Auch wenn man das Gefühl hat, dass dadurch, dass du diese politische Geschichte in Gestalt von Emma von innen heraus erzählst, dich doch noch einmal zurückbegeben hast. Wenn ich zurückkehren dürfte in Emmas Körper irgendwie, dann hat das mir wiedergekommen, dieses Gefühl des Befreiungs. Und das war für mich, obwohl das Buch ganz düster ist, diese Momente des Lichtes, wo es doch möglich ist, waren für mich ganz, ganz befreiend. Und ich dachte, vielleicht war es doch wert, alles zu erleiden, weil es ist doch möglich frei zu sein.